Hey Leute, willkommen zurück zu Layers of Fear Inheritance. Ja, wir machen weiter. Ach, es ist schön. Das arme kleine Ding wird hier nur gequält, ne? What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Boah, was für ein dummes Schwein, dieser Mann. Du kannst deiner Tochter nicht sowas... Das ist ein kleines Kind, verdammt nochmal. Wenn die was runterschmeißt, dann lass deinen scheiß Schnaps nicht überall stehen, Mann. Ich bin gerade voll sauer auf den Arsch. Boah. Das kannst du nicht machen. Kleines Kind, verdammt nochmal. Ich bin kein Vater, aber das macht man nicht. Würde ich meinem Kind niemals antun, sowas. Da ist die Tür. Oha. Missing Cat. Mr. Scooter. Reward all my dollies. Contact at... Oh. Ah! Ja, sie hat ihren Kater verloren. Und sie würde alle ihre Puppen dafür geben. Das ist so ein liebes kleines Kind. Die will lieber ihre Katze zurück als ihre ganzen Puppen. Du brauchst deine Räder noch, ne? Ja, Kätze, die suchen wir jetzt. Die suchen wir jetzt, deine Rädchen. Arme Katze. Wahrscheinlich hat der Vater sie getötet. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Kindchen, Vorsicht. Sehr gut, du hast es geschafft. Ja? Was ist das denn? Ach, ein Deckel! Den können wir als Rad nehmen, ja? Und noch ein Zahnrad. Na gut, komm, wir nehmen mal das hier. Das Bild. Da ist noch was da oben. Sieht das wieder nicht aus. Kommen wir da irgendwie ran? Ja. Wow. Oh. Okay, das Rad können wir besser gebrauchen als den Rest. Kätzchen. Oh, sie schnurrt. Oh, wie süß. Oh, das Kätzchen. Du machst mir jetzt Licht, ja? Oh, das ist aber nett von dir. Das ist so herzerweichend. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. Dummes Arschloch. So, mir fällt mir nichts ein. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Oh, Kätzchen. Da rein? Na komm. Oh, die Katzenfamilie. Doch, das kannst du so einem Kind nicht antun. Kein Wunder, dass das arme Ding traumatisiert ist. Das geht nicht. Du kannst ein Kind nicht sowas aussetzen. Wenn man streitet, dann sollte man das hinter geschlossenen Türen tun. Und auch leise. Man kann es auch leise reden, sowas. Das ist nicht gut für so eine Kinderpsyche.
Ich will mit euch kommen. Da verschwinden sie. Der Typ ist einfach nur ein blöder Arsch, ganz ehrlich. Der hat sich nicht kaputt gearbeitet für die Familie, das ist einfach nur ein egoistisches Arschgesicht. Der hat alles getan, damit er seinem Alkohol frönen kann, ja? Das hat er getan. Ich kann das Rad nicht mehr nehmen, da muss ich wohl irgendwie weitergehen. Mist, Kerl. Man versucht es ja immer besser zu machen. Selbst. Ich weiß nicht, wie ich das machen würde, wenn ich Vater wäre. Ich glaube, wenn mein Kind malen wollen würde, dann würde ich ihm das Zimmer tapezieren mit einer weißen Tapete und es könnte alles vollmalen, wie es will. Mein Kind könnte machen... Oh, da war kein Türgriff. Okay. Könnte machen, was es will. Wenn es nach mir geht. No. Die Mutter. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Und da hat sie sich umgebracht, wie wir wissen. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Das ist echt gemein. Und das arme Kind hat alles abgekriegt, ne? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen sehr empathisch gerade, aber es ist halt auch krass und scheiße. Testament. Ich, der ohne Namen, mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde und Partner nennen. Meine Agenten Thomas Caldwell, meinem Agenten, vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet. Ich bitte darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Liam Brickstone oder Liam vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist und hoffe, dass sie ihm zusammen mit der elenden Schlampe und dem kreischenden Balg, das er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinem Rechtsanwalt James Jerome Sadler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, ohne Namen, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann nicht ich dir geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Das halte ich für ein Gerücht. Nur mal so, dass er an sie geglaubt hat. Zumindest nicht in der Version, die wir jetzt erlebt haben. Ach Mann, Leute. Ich kann es verstehen, warum sie so geworden ist. Warum sie selber den Wahnsinn anheilgefallen ist. Taschenlampe, lass mich nicht im Stich, bitte. Hä? Andererseits, wenn sie so eine beschissene Kindheit hatte, warum kommt sie nochmal hierher zurück? Ich hätte das... Oh Mann, die ganzen Bilder. Ich meine, so schlimm sieht es gar nicht aus, oder? Das ist die eine Gesichtshälfte, mein Gott. Ich glaube, ich würde sie auch noch so lieben, wenn sie meine Frau wäre. Es kommt ja nicht darauf an, wie sie aussieht, sondern wie es ihr geht, würde ich sagen, oder? Es war ein schrecklicher Unfall und deswegen hört man nicht auf, seine Frau zu lieben. Vor allem, wenn man merkt, sie kommt nicht damit zurecht, dann sollte man sie unterstützen. Oh, guck mal, das winzig kleine Stühlchen. Das winzig kleine Treppchen. Alles so winzig. Und ich kann...
Sie kann sich selbst nicht sehen im Spiegel, oder wie soll ich das... Ist das überhaupt ein Spiegel, oder war das eine Staffelei? All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted... As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a piercing growl. The witch had unleashed... As the princess moved, the growl got louder. The witch had unleashed her familiar... The monster sniffed at the air. Ja, ich guck das schon. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. For she had neither. The hag was near. Just outside of... Ja, ich hör doch zu, Mann! The hag was near. Just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight. I said she didn't dare to look! Ja, ist ja gut. Ich guck doch, she Papa. Had to keep her head straight. Die Augen. Lest she be cursed by the witch's foul magic. Ja, she could almost feel mach das nicht extra. Touch das macht the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will. Ja, mach ich gerade. For she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess. I am so sorry. Oh, Schwitze! Ja, die Prinzessin schwitzt. Darf man auch mal als Prinzessin, ja? It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Verteidigt ihn auch noch. Warum verteidigst du den? Der war grausam zu dir. Der war grausam zu seiner Frau. Er ist total durchgedreht, wurde alkoholabhängig und hat dich gequält. Hat dich als Plag bezeichnet. Aber hat ihr auch seinen ganzen irdischen Besitz vermacht, muss man mal sagen. Ich glaube aber nicht, dass sie glücklich wurde. Sie ist ins Waisenhaus gekommen und war traumatisiert von den Ereignissen hier. Das kannst du aber glauben, du. Das kannst du glauben. Ich glaube, eine Tür bleibt noch. Oder zwei. Sein Büro waren wir schon. Passiert nichts mehr. Sie ist aber ganz schön mutig, ne? Hättet ihr Bock, allein in so einem gruseligen Haus rumzulaufen? Das war das Letzte, was wir gesehen haben eben, oder? Diese Tür. So,
After all this time, after all I've been through. Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room, filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy, you shouldn't have. You really shouldn't have! Habt ihr gesehen? Ihr Name ist, glaube ich, Regina. Das stand dort auf den Klötzen. Oh, jetzt brennt alles. Nein, lauf raus, komm. Oh, verflucht. Was ist denn? Ist das das Ende? Ja, das war das Ende. Eines der Enden wahrscheinlich. Leute, ich werde noch ein zweites Mal das Ganze durchspielen. Traurige Geschichte, oder? Sehr traurige Geschichte. Was soll ich sagen? Das war die tragische Kindheit eines jungen Mädchens, die zu einer sehr kranken, erwachsenen Frau wurde. Und die trotz allem ihren Vater noch verteidigt hat. Trotz all dem, was er ihr angetan hat. Und im Endeffekt hat es sie getötet. Christine Lennox hat sie gesprochen. Sehr gute Sprecher. Sehr gute Sprecher. Und die Mutter hat sie wahrscheinlich auch gesprochen. Nun gut, Leute. Das war's für den ersten Durchlauf mit der Mutterversion. Nächstes Mal kommt dann der Papa dran. Mal sehen, was wir dann für ein Ende erwarten können. Vielleicht überlebt sie das Ganze. Vielleicht muss man auch so einen Mittelweg gehen, dass man erst die Mutter, dann den Vater, dann wieder die Mutter. Und ihr seht schon, das muss vielleicht alles so ausgeglichen sein am Ende. Wie gesagt, ein zweites Mal werde ich es definitiv durchspielen und dann vielleicht das... Vielleicht noch ein drittes Mal, wenn das das beste Ende bringt. Ich meine, es ist eh schon zu spät. Die Familie ist tot. Vielleicht aber noch ein bisschen was für ihr Seelenheil tun. Dass sie sich dann am Ende vielleicht retten kann aus der ganzen Sache und daraus lernt und vielleicht einfach ein normales Leben führen kann. Ich weiß, es ist ein Spiel, aber wäre es das nicht, würde ich es mir sehr für die Gute wünschen. Ja? Naja. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns wieder zu Layers of Fear Inheritance. Bis zum nächsten Mal.